Tabellenführer Elversberg empfing Rot-Weiß Essen zum Aufsteiger-Duell. Die Elversberger ganz oben, RWE auf Platz 13, aber auch ordentlich unterwegs als Aufsteiger nach zuletzt 9 Spielen ohne Niederlage. Und die Gäste in Rot erwischten einen guten Auftakt. Bastians einmal gegen Christoph und dann zum zweiten Mal ans Außennetz. Doppelchance für Rot-Weiß Essen in der 10. Minute. Ja, sie begannen gut und mutig gegen diese so heimstarken Elversberger, die ihre letzten 5 Heimspiele gewannen. Wieder die Gäste im Vorwärtsgang. Young mit dieser Gelegenheit. Young, der aktivste Spieler bei den Essenern, sehr quirlig, dynamisch unterwegs. Dann die 20. Minute. Bis dahin noch keine richtige Chance für Elversberg, aber wenn sie es schnell machen können, dann wird es gefährlich. Woltemade eingesetzt von schnell. Bacher, erste große Chance für die Gastgeber, aber Jakob Golz, Essens Keeper, war da und hielt. Und dann kam das dickste Ding der ersten Hälfte. Achtung, RWE im Vorwärtsgang. Wieder der quirlige Young. Sein Ball wird abgefälscht und Klatsch ans Aluminium. Dann Enali und dann Engelmann. Triple Chance für die Gäste aus Essen. Korea fälschte zunächst ab. Alu rettete und am Ende war es Korea selbst, der das Tor verhinderte. 0:0 zur Pause. Horst Steffen, ja, mit skeptischem Blick. RWE gut drin. Dann ein Freistoß. Eisfeld zunächst geblockt. Technisch anspruchsvoll. Dann knapp vorbei. Aber das Spiel kippte dann Richtung Gastgeber. Die Elversberger hatten deutlich mehr Spielanteile und wurden immer dominanter. Und dann lief der Ball gut. Jetzt zeigten sie ihre Qualität. Schnellbacher. Und da kommt Manuel Pfeil. Sonst eher für die Vorarbeiten zuständig. Erzielt er hier sein 4. Saisontor und trifft zum 1:0 in der 62. Minute. Gerade Vertrag verlängert bis 2026. Und jetzt hier das Führungstor, ein schickes, strammes Ding. Nur ganz schwer möglich, das zu halten für Jakob Golz. Na, und wie sie sind, die Elversberger, wenn sie einmal im Rausch sind, dann rennen sie. Ball abgelegt von Woltemade. Dann wieder Woltemade und er macht das Tor. Er setzt seinen Körper ein. Der 20-jährige Leihspieler vom SV Werder wird immer wertvoller. Es ist sein 3. Saisontor, aber seine Gesamtleistung eine Augenweide. Also 2:0, Spiel praktisch entschieden. Die Essener wechselten mutig, aber das brachte nichts. Auch Horst Steffen wechselte, brachte Kofi, der ist hier am Ball. Und er brachte Suero Fernandes und der ist hier am Ball. So ist das, wenn du oben stehst, Ball abgefälscht, rein ins Glück zum 3:0 in der 90. Minute. Da hatten sie es doch wieder deutlich klar gezogen zum eindeutigen Sieg. Elversberg schlägt RWE mit 3:0. Die Essener bei ihren Fans nach 9 Spielen ohne Niederlage. Verliert RWE erstmals seit dem 9. August. Aber Mund abputzen, jetzt steigt das Derby gegen Duisburg. Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir wirklich ein ordentliches Spiel gemacht. 2 Riesenchancen gab. Durch diese Doppelchance müssen wir eigentlich in Führung gehen. Selber, glaube ich, nur eine Chance zugelassen, wo Jakob dann wirklich hervorragend pariert. Das war in Ordnung. In der zweiten Halbzeit hat dann Elversberg durchaus ihre Klasse auch aufblitzen lassen. Und deswegen stehen wir heute mit leeren Händen da. Es kann nicht besser losgehen. Wir konnten vorlegen. Freitagabend Flutlichtspiel. Wir hatten riesig Bock auf das Spiel. Und wenn man es dann auch noch 3:0 gewinnt, unfassbar gutes Gefühl. Horst Steffen und seine Elversberger immer lauter, schreit das nach Aufstieg. Der 6. Heimsieg in Folge. Die beste Offensive mit dem 12. Spiel mit 3 oder mehr erzielten Toren. Die nächste Herausforderung, das Derby in Saarbrücken. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.